Yo, Leute, ein herzlich willkommen zum letzten Vlog in diesem Jahr, beziehungsweise ja zum Jahresrückblick 2020, was das letzte Video wahrscheinlich für dieses Jahr sein wird. Wobei, vielleicht veröffentliche ich auch noch ein Vlog. Naja, mal gucken, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Naja, aber was ein Jahr 2020, ne? Seid ihr froh, dass das Jahr vorbei ist oder... Wie sieht es da bei euch aus? Aber finde, trotz all des Stresses in dem Jahr ist dennoch sehr, sehr schnell wieder vorbeigegangen. Also mir kommt es tatsächlich so vor, als hätte ich erst gestern den Jahresrückblick für 2019 aufgenommen. Aber okay, kommen wir zum Kern von dem Video. Ihr wisst, jedes Jahr hat auch dieses Jahr wieder mit dem Silvester-Vlog gestartet. Klar, in dem Video sind natürlich Ausschnitte von letztem Jahr, aber es kommt halt immer erst im neuen Jahr. Er kam diesmal leicht verzögert, 13... Tage. Zur selben Zeit, als der Vlog auch kam, war ich von der Arbeit aus in Frankfurt, da bei mir in Stuttgart noch nicht so viel los war und es noch nicht so viel zu tun gab. Ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eben. Und damit mir vor Ort nicht langweilig wird, hat sich der liebe Till mit mir getroffen. Sogar ganze zweimal. Kurz darauf, als ich dann wieder bei mir im Ländle war, habe ich eine Nachricht von einem alten Freund bekommen, was dann zur Folge hatte, dass für ein Video ein altes Format zurückkam. Und zwar... Tipps mit Tico. Digga, mach wieder Tipps mit Tico. Ich brauche Einblender. Also, falls du siehst. Also, ich finde das erwähnenswert, weil der Freund halt früher sehr häufig Auftritte in meinen Vlogs hatte. Hatten wir halt auch mehr miteinander zu tun, aber nach seinem Umzug ist halt der Kontakt nach und nach abgebrochen. Und es ist einfach so, jeder macht halt dann sein Ding. Aber wenn man sich sieht, ist... als wäre man nie weg gewesen, ne? Dann kam, glaube ich, der erste Vlog, in dem ich euch gezeigt habe, wie ich eigentlich so in meinem Bus repariere oder wie ich halt arbeite. Klar, ich habe jetzt kein Making-of-mäßig gemacht, ich habe halt so ein bisschen gezeigt. Und es war eigentlich nur so fast das erste Mal, weil zu dem Zeitpunkt ist das allererste Mal das Problem mit der Schraube aufgetreten, in den doofen S10-Geräten, dass die sich nicht lösen lässt. Aber ich habe eine Geheimwaffe, und zwar mein Papa. Ja, der hat die Schrauben nämlich einfach abgebohrt, und das jedes Mal. Danke für deine Hilfe, Papa. Ja, im nächsten Step kommt dann auch so eine Art Tradition natürlich, kann man schon so sagen, auf dem Kanal. Und zwar werde ich krank und filme den Arztbesuch. Erkältung halt, ne, ist einfach nie schön und ja. Aber ich finde die Vlogs ganz, ganz nice, muss ich sagen. Ja, dann sind wir auch schon im Februar und im Februar hat mein Cousin geheiratet und ich habe, wie manch einer in den Kommentaren meinte, das Ganze natürlich ausgeschlachtet für mein Video. Ne, Reg? Nee, im Ernst, also es war echt ein super schöner Tag. PS, es gibt noch eine andere Version, wo man die Gesichter von meinen Verwandten sieht. Das wollte ich aber nicht auf YouTube haben. Boah, der nächste Punkt hier auf meiner Liste. Wer hätte es von den ganz alten Zuschauern gedacht, ich rede so von 2015, 2016, dass ich an Vlog 842, Kampf um die Smellies, denke. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da nochmal drauf gekommen bin, weil es ist halt wirklich einfach 5 Jahre her gewesen oder 4. Also, ja, ein Kommilitone hat mir damals, als ich noch Gaming gemacht habe, eine Jump-and-Run-Map in Minecraft erstellt. Da hat er so ein Schild aufgestellt, wo dann halt stand Vlog-Titel 842, Kampf um die Smellies. Falls ich wirklich mal 842 Vlogs haben sollte, muss ich mir merken, den so zu nennen, der Kampf um die Smelly-Sticks. Einfach nur so als Hommage dann an diese Map. Irgendwie habe ich mich dran erinnert. Ja, und danke auch in dem Zuge nochmal an alle aus der Vlogblase fürs Mitwirken und Freuen in diesem Video. Das war sehr schön. Arbeitstechnisch, bei mir im Raum Stuttgart war es immer noch ziemlich ruhig und im bayerischen Raum waren noch zu wenige Kollegen unterwegs. Deswegen durfte ich nach München und habe die Chance natürlich nicht verstreichen lassen und mich mit dem Alltagsvlog aka Johannes getroffen. Er hat zu Currywurst eingeladen. Wir haben aber allerdings nicht das Spiel Wer kann schärfer essen gespielt, was ich mit Sicherheit verloren hätte. Aber liebe Johannes, wenn es die Zeit und der Lockdown mal wieder zulässt, treffen wir uns sicherlich nochmal in München. Ich meine, steht ja auch noch Bier und Grillen aus, ne? Da wir es vorher von Gaming hatten, bezüglich Vlog 842, ich habe früher, als ich Gaming aktiv noch gemacht habe, alle The Walking Dead Telltale-Spiele Let's Played und fand es irgendwie schade, dass der letzte Teil es nie auf meinen Kanal geschafft hat, wegen defekten PC, dies, das. Da ich aber eine Playstation habe, habe ich gedacht, fuck it, ich schmeiß den Livestream über die Playstation an und ja... Es hat einfach so hart gebockt. Ja, Quantum, ich weiß, mein Commentary, da fandest du nicht ganz so geil. Ja, das war auf jeden Fall nice. Wo auch immer der jetzt gerade herkam. Der Hund. Es tut mir immer noch leid da dafür, aber trotz allem war das Streaming sehr, sehr geil. Ich habe ja danach noch ein paar mehr Livestreams gemacht. Auch einen mit Lazen G. Host of Starkey, Mann.
ich bin so stark. Ich mache jetzt Zuge einfach zurück in meine Zelle. Voll stabil, nur zweimal drehen. Und ich habe da immer noch ein schlechtes Gewissen bezüglich dem Ende des Spiels. Sorry, Bro. Wie euch ja sicherlich bekannt ist, ist Arbeit auf meinem Channel kein allzu kleiner Bestandteil. Ja, und ich wurde dann in diesem Jahr vom Quantum gefragt, welche Tätigkeit mir denn tatsächlich besser gefällt. Ob jetzt mein alter Job bei der Telekom oder mein jetziger als Servicetechniker. Und die Antwort ist nach wie vor gleich, also sehr neutral. Es gibt in beiden Sachen Vor- und Nachteile, aber ich kann es tatsächlich immer noch nicht beantworten. Ja, jetzt sind wir schon in der Mitte vom Jahr und was darf da natürlich nicht fehlen? Klar, ein Vlog zu meinem Geburtstag, ne? Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt Glück, dass noch keine so starken Lockdown-Beschränkungen galten und ich habe dann zusammen mit Freunden und auch einem Kumpel, der einen Tag nach mir Geburtstag hat, gefeiert. Und ja, der Vlog war sehr, sehr essenslastig, aber es war ein sehr schöner Geburtstag. Auch wenn ein paar dieses Jahr vergessen haben, mir zu gratulieren. Jetzt aber wirklich, ich würde schon sagen, das Highlight 2020 auf meinem Kanal. Sommerhaus der Vlogger. 6+1 Vlogger, ein Wochenende, ein Treffen. Und ich zähle hier nur die Kanalbesitzer. Aber warum dann 6+1? Na, weil Holger aka Fabier.de, auch wenn er nicht physisch vor Ort war, dort war. Er hat ja auch ein Video zur Reihe produziert, ne? Aber zurück zum Thema. Ja, ein Treffen in der Eifel, wo sehr schöne und wunderbare Vlogs auf allen Kanälen entstanden sind. Kleiner Funfact, der Besitzer, also von dem Landhaus, wo wir da waren, hat sich so mega gefreut, dass er unsere Videos auf seine Homepage gepackt hat und uns da, glaube ich, auch als Filmemacher bezeichnet hat. Ha, ihr Lutscher aus der Uni, nehmt das. Also war wirklich, ja doch, würde ich schon sagen, das Highlight auf meinem Kanal dieses Jahr und für mich auch einfach. Ja, komm, verpiss dich. Und welcher Geburtstag findet auch jedes Jahr auf meinem Kanal statt? Korrekt, der vom Dani. Der kam dieses Jahr ein bisschen später, weil er an seinem eigentlichen Geburtstag nicht gefeiert hat. Er hat sich dann aber mit jemand geeinigt, zusammen zu feiern und ich habe dann ein Vlog gemacht und ja, dieses Jahr war es nicht ganz so ruhig wie letztes Jahr, aber man hat nicht ganz so viel gesehen davon im Vlog. Ja, wie es halt das öftere Mal so ist im Jahr, man hat halt ab und zu mal Urlaub, ne, und ich wollte so ein bisschen was machen. Ich habe es trotzdem dann auf Ende meines Urlaubs verschoben und ja, bin dann zum Till gejettet. Und ja, er hat leider nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich Urlaub habe. Ich habe es, glaube ich, auch davor nicht mehr gesagt. Also ich habe es irgendwie 2 Wochen vorher gemeint, so, yo, ich habe in 2 Wochen Urlaub. Und dann melde ich mich nochmal. Gut, dass er es dann vergisst, ist eigentlich klar, aber. Und da er das, wie gesagt, nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist dann ein Vlog im Tierpark Hanau entstanden. Was meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schöner Vlog war. Ja, jetzt würde eigentlich der Punkt, wo wir gerade schon bei Urlaub sind, kommen, ja, wo ich nach Tirol gehe mit meinen Eltern. Oder gehen wollte, wurde dieses Jahr aber leider abgesagt und deswegen haben mein Dad und ich dann beschlossen, hier in der Nähe wandern zu gehen. Beziehungsweise mein Dad hat es beschlossen und ich habe gesagt, ja, ich komme mit. Aber ich muss ehrlich sagen, so anstrengend das jedes Mal ist, es macht einfach so Spaß und ich will auch in Zukunft tatsächlich mehr mit meinem Dad wandern. Habe ich mir fest vorgenommen. Ja, beim nächsten Punkt muss ich wirklich sagen, bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass der dieses Jahr passiert ist. Und zwar die Fotoherbst 20 Challenge. 7 Tage, 7 Bilder und Videos. Der Johannes und der Till, die haben sowieso schon immer so eine Foto-Challenge am Laufen. Ja, und dann gab es halt verschiedene Motivvorschläge, also zum Beispiel beginnt mit F, metallische Gegenstände. Ja, und du musstest dann halt ein Video dazu produzieren, was du für eine Idee hast und wie du die tatsächlich umsetzt. Da das wieder Daily war, hat mich das sehr motiviert, wieder Daily-Videos zu produzieren. Und jetzt noch was Kleines Nennenswertes, weil ich finde einfach, es gehört ja auch ins Jahr dazu und es war schon auch ein bisschen ein kleines Highlight. Ja, und zwar mein Besuch bei der Telekom. Also ich war ein paar Mal im Jahr dort, habe auch schon Anfang des Jahres dort mal was gefilmt. Aber ich fand den Vlog, wo dann die Hülya auch wieder vorkam, um einiges ja, cooler, weil einfach mehr gefilmt wurde dort, mal wieder im Shop. Was soll ich dazu sagen? Ich vermisse natürlich meine Kollegen dort, aber wie ich damals schon gesagt habe, jedes Ende ist nur ein neuer Anfang. War es ja dann auch, deswegen hier einfach nur nennenswerte Erwähnung. Kommen wir zum Ende des Jahres. Ja, wie jedes Jahr eigentlich auch, gab es dieses Jahr auch wieder Weihnachtsvlogs. Wenn ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, gehört es für mich einfach dazu, an Weihnachten gemeinsam mit denen Pasteten und Ragouffin zu essen. Und da dieses Jahr, ja gut, an Weihnachten war es ein bisschen gelockert, aber meine Eltern haben trotzdem gesagt, naja, wir gehen jetzt nicht Familie besuchen. Und deswegen war ich halt ja, die 3 Weihnachtstage dann bei meinen Eltern und hab mit denen gegessen. Ja, leider habe ich es dieses Jahr wieder nicht auf die 1000 Vlogs geschafft, da ich zwischendrin halt ja, mal ausgesetzt habe. Aber irgendwann kommen wir schon auf die 1000. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Jahresrückblick 2020. Ich glaube, die Vorschläge von euch habe ich alle mit untergebracht. Ich hoffe es. Dann bleibt mir nur noch zu sagen,
guten Rutsch. Wir sehen uns 2021. Macht es gut. Alex ist immer noch da. Immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde, ganz einfach. Kusche links klicke oder kusche auch hier rechts klicke. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind. Gell? Also, gell?